Meine treuen Gefährten des Couch Gaming, wir spielen Skyrim. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sulcher sitzt hier auf diesem steinernen Bogen, der so ein bisschen hier diesen Wasserlauf, umrahmt, würde ich doch mal sagen. Und, wir haben uns hier ein paar Minuten hingesetzt, so ein bisschen uns entspannt. Aber ich würde mal sagen, es ist jetzt so langsam Zeit aufzubrechen und da machen wir uns doch auf den Weg. So, aber wir schauen noch einmal nach, was wir denn alles haben. Oh. Ja, den nehmen wir natürlich, unseren Longbow. Und unsere Travel Cloak legen wir natürlich auch an. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch ein bisschen was zu essen, ein bisschen was zu trinken. Gut. Oh, ich merke gerade, meine Maus ist mal wieder. So. Ja, schauen wir uns doch erstmal an, wie viel XP wir haben. Immerhin brauchen wir doch ein bisschen davon. Okay. Ja, ich denke mal, wir sollten uns ein bisschen auf Archery leveln. Das brauchen wir nun doch eigentlich schon. Ziemlich. Mal gucken. Smithing, das haben wir mittlerweile ja auch auf 16. Das geht doch alles in Ordnung. So, dann gehen wir mal raus und ja, dann schauen wir mal. Es ist früh morgens, liebe Freunde, und es ist noch ein bisschen dunkel. Und ich weiß, man sieht die Farblinien hier am Himmel. Finde ich persönlich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm. Klar, man kriegt es entfernt, wenn man Climates of Tamriel drin hat, glaube ich. Aber immerhin sieht dabei die EMB permanent immer so aus, wie sie aussehen soll. Ja, ihr kennt das ja vielleicht, falls ihr Climates of Tamriel habt. Irgendwann gibt es mal einen Punkt mit EMBs, wo die einfach nur schrecklich aussehen. Und das ist eigentlich für mich der Grund, warum ich kein Climates of Tamriel benutze. So. Meine Güte, da drifte ich schon wieder in irgendein Thema ab. Ja, sowas geht schnell. So, wir nehmen unseren Bogen. Sehr schön. Mit den Steel Arrows. Und ich würde mal sagen, wir suchen uns hier irgendwie etwas zum Jagen. Das sieht mir ein bisschen hoch aus. Na, da gehen wir mal lieber außenrum. It's been a profitable journey. And yet I long for the warm sands of elsewhere more and more each day. I feel the same. I do not think Arjit were made for the cold. Not only that, but these Nords have no love for us. They look upon us and see only thieves and smugglers. It is a pity, but it cannot be helped. Perhaps if we continue to show that we can be trusted, they will open their cities to our caravans. I wish that I had your optimism. So. Mal schauen, vielleicht finden wir hier ja irgendwo etwas wild, das wir dann doch hoffentlich sehr einfach erlegen können. Und wir sollten mal darüber nachdenken, ob wir uns nicht irgendwann mal einen neuen Bogen zulegen. Immer so mit diesem langen Bogen hier zu arbeiten, das ist ja auch nicht so das Wahre. Zumal der Langbogen ja auch einfach nicht gerade der stärkste Bogen ist, den es hier gibt. Aber noch kommen wir ja eigentlich ziemlich gut damit klar. Wir sollten nur schon mal darüber nachdenken. Da vorne.
Da ist doch ein klein wenig wild. Habe ich nicht recht? Da müssen wir uns irgendwie anders annähern. Weil ich glaube, das Tier hat uns leider schon gesehen. Da vorne ist es. Oh, wenn wir jetzt noch genug Ausdauer hätten. Haben wir nicht irgendwie... Nee, wir haben keinen Ausdauertrank. Dann müssen wir das so regeln. Hoffentlich erwischen wir es. Tief durchatmen und ganz ruhig. Wir haben es erwischt. Oh, wir haben es verfehlt. Wir haben es nicht erwischt. Wir haben es verfehlt. Und schon wieder. Das gibt's doch nicht. Okay. Nee, das lassen wir dann mal. Also dieses eine. Wir müssen irgendwie... Ja, permanent treffen. Irgendwie wird das doch wohl zu schaffen sein. Wir haben es ja schon einmal geschafft, liebe Freunde. Da werden wir das jetzt wohl auch noch schaffen. Naja, wenigstens haben wir einmal einen Schleichbonus bekommen. 400 Punkte. Da gehen wir wenigstens nicht ganz mit leeren Händen nach. So, aber wir sollten doch nochmal gucken, dass wir hier nicht irgendwie... Irgendwo zumindest. Augenblick mal. Das ist eine alte Ruine. Und schwer zu erkennen. Und dort ist auch... So, Schlammkrabben. Da steigt Rauch aus. Auf. Ich glaube, da sind Leute. Und ich denke mal, Banditen kämpfen wir schon so gut. Die nisten sich ja förmlich in solche... Wie soll ich das jetzt nennen? Die nisten sich ja in solche Gebäude ein, in solche verfallenen Gebäude. Davon haben wir schon jemanden. Du bist sowas von tot. Ha! Erwischt. Oh, das ist schlecht, das ist verdammt nochmal schlecht. Ja toll, wir haben was Neues entdeckt. Und Wölfe. Das ist ebenfalls nicht gut. Wir müssen irgendwo hoch, wo die nicht hinkommen. Oder irgendwo hin, wo die nicht hinkommen. Hier vielleicht. Du bist tot. Die kann sich heilen, verdammt. Und da haben wir sie erwischt. Sind wir genial. Da vorne, da liegt die eine, die wir schon erledigt haben. Es ist so dunkel, ich sehe es nicht. It's nothing. Ich sehe die nicht, verdammt. Sind die hier unter mir? Ach, da. Ha. Der letzte. So muss das, liebe Leute. So muss das. Aber ich glaube, wir müssen uns noch um die Wölfe kümmern. Sonst werden die uns auch noch angreifen. Gut, aber erstmal. Wir haben ja nun ziemlich viel verdient. Erstmal nehmen wir ein Level up. So.
ein schönes Level auf Archery. Und ich würde mal sagen, dann wagen wir uns hier ganz vorsichtig raus. Dann versuchen wir doch mal die... Oh, verdammt. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wo sind sie jetzt? Sind sie weg? Nach der Hand sollten wir nicht gehen. Gehen wir mal hier entlang. Schleichen wir entlang. Vielleicht... ja. Hören die auf, uns zu jagen. Oh. Was haben wir denn hier? Na, das sieht mir doch ziemlich schick aus. Oh. Eine Potion. Of Enhanced Stamina. Und die ist ziemlich viel wert. Liebe Leute, die ist ziemlich viel wert. Die nehmen wir mit. Draught of Health. Interessant. Health is increased by 40 points. Wow, das ist so ein kleiner Buff, den wir bekommen. Wenn wir das trinken, dann haben wir 40 Punkte zusätzlich auf unseren Health Pool. Und eine Potion of Regeneration. Die nehmen wir auch noch mit. Und dann interessiert es mich auch, was hier vorne ist. Was das hier für Potions sind. Vigorous Magicka. Ey, sowas brauchen wir nicht, aber hier. Healing. 100 Punkte. Ja, die nehmen wir mit. Die nehmen wir sowas von mit. Die kann man immer gebrauchen. So. Gibt's hier vielleicht irgendwie einen Feind? Wir müssen vorsichtig sein. Nee. Hier ist alles sauber. Gut. Aber ich habe gesehen, dass hier eine Truhe ist. Schauen wir doch mal rein. Eine Potion of Minor Healing. Das ist doch sehr schön. Und ein bisschen Gold. Gold können wir immer gebrauchen. Deswegen machen wir diese Abenteuer, ja. So, aber... wie kommen wir denn wieder raus? Hier ist es vergittert. Vielleicht, wenn wir den... diese Kette ziehen? Ja, sehr funktional. Warum haben wir die nicht von außen? Oder haben wir sie von außen? Nö. Dann frage ich mich, warum sie von außen nicht dran ist. Aber egal, wir looten jetzt erst einmal diese Banditenfrau hier. Ein paar Pfeile nehmen wir mit. Sehr schön. Hoffentlich laufen wir jetzt nicht den Wölfen in die Arme. In die Pfoten. Hier lag nämlich noch einer. Und hier irgendwo müsste doch noch die... diese Magiekundige sein. Diese Magikerin. Müssen wir mal nachsehen. Da vorne. Da ist sie.
sehr schön. Der hatte noch zwei Pfeile. Ich glaube, das waren sogar unsere. Aha. Oh, ich komme immer wieder mit meinem Kopfhörer gegen das Mikrofon. Ich weiß nicht wieso. Ich drehe nur kurz den Kopf und dann klatsche ich daran. Ah. Gut. Falls ihr das gelesen habt, als wir mitten im Kampf waren, da haben wir diesen Ort hier ja, quasi entdeckt. Es nennt sich Silent Moons Camp. Lager Stille Monde. Ein Banditenlager. Wenn wir mal genau hinhören. Die drei Banditen, das waren noch nicht alle. Hier sind noch ein paar. Ich glaube, die sind da oben. Die sind hier oben. Da müssen wir schleichen. Holen wir mal unseren Bogen raus. Da vorne ist einer. Na, wie fühlt sich das an? Huh? Did you hear something? Jetzt sollten wir uns verpieseln hier. Und zwar möglichst... Ich wollte noch sagen, möglichst schnell. Das sind sogar zwei. Nein. Du willst uns nicht mit Pfeilen töten. Du, was von wo kommt das denn jetzt? Sind denn noch mehr? Da vorne. Oh Mann. Das hat gesessen. Oh Mann, das... Das müssen wir ihm lassen. Wow. Okay. Oh Mann. Tja, und das war's auch schon mit unserem Abenteuer. Oh Mann. Nee, ich würde mal vorschlagen, dass das versuchen wir nochmal. Das machen wir jetzt. Da gehen wir jetzt hin, das versuchen wir. Und ich muss einfach dran denken, irgendwie mal einen Quicksave zu machen, wenn wir an so einen Ort kommen. Einfach damit wir diesen Laufweg nicht haben. Naja, jetzt ist es eh zu spät. Ach, Entschuldigung. Der musste raus. So, wir sind wieder am Banditenlager. Und da vorne sehen wir doch schon jemanden. Oh, zwei. Machen wir besser schon mal jetzt hier den Quick Save.
Nee, wir müssen erstmal Ausdauer regenerieren. Wir sollten nichts überstürzen. Wir haben ja gesehen, was... ja. Was Hektik irgendwie bewirkt. Wir müssen clever vorgehen. Sehr viel cleverer als die sind. Und der hat uns schon gesehen. Der hat uns bemerkt. Müssen wir ihn ablenken. That's your best? Ha. Da haben wir ihn. Okay, das ist auch eine Bogenschützin. Und sie hat keine Pfeile mehr. Da hat sie uns erwischt. Und wir haben sie erwischt. Und Schlammkrabben. Oh. Und Leute, seht ihr, wie viel Gesundheit wir noch haben? Unglaublich, unglaublich. Also komm schon, du Schlammkrabbe. Du oder ich. Ja, was nun? Stagger doch endlich, na also. Dann wissen wir, dass wir dich gleich getötet haben. Okay, wir sollten eine Potion trinken, einnehmen. Nicht, dass wir hier gleich wieder das Zeitliche segnen. Dann kümmern wir uns um diesen Magier da vorne. Oh. Das Problem hat sich gerade selber beseitigt. Ja, sehr schön. Das sehen wir doch gerne. So, hier war sie, dann looten wir sie mal. Sie hat ein bisschen Gold dabei. Ah, du Schlammkrabbe. Willst du uns was? Willst du uns was tun? Ich glaube, wir gehen besser einmal zu der hier vorne. Vielleicht hat die noch was. Minor... oh. Magicka, okay. Ha. Da haben wir dich erwischt. Einen Ring hatte der. Du willst auch ein paar? Hier hast du. So. Oh Mann, wie viele Beine wir da rausbekommen. Das ist ja unglaublich. So, Lager Stille Monde. Sehr schön. Und schauen wir mal, wie viele Punkte wir haben. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger als vorhin. Oh, wir haben nicht mal genug für Archery. Ah. Was machen wir denn da? Ich würde mal sagen, wir könnten uns ein bisschen im Schleichen trainieren. Das war ja so ein bisschen mickrig, unsere Leistung da. So. Und ich glaube, wir könnten noch einen kleinen Trank der Heilung gebrauchen. So. Da habe ich doch irgendwie
Okay. So, dann schleichen wir uns mal weiter hier rein. Und dann müssen wir uns ganz schnell vom Acker machen. What was that? It's a bad time to get lost, friend. So. Den einen haben wir erwischt. Wir müssen uns jetzt verstecken, liebe Leute. Da hilft nichts anderes. Aber irgendwo scheint die ja... Da unten sind sie. Ihr wagt es, gegen mich zu kämpfen? Ich bin euch geistig überlegen. Oh Mann, was hat die für ein krasses Magiezeug drauf? Na warte, dich kriegen wir. Oh, das gibt's doch nicht. Und wo schießt er? You start da running, so I can stab you in the back. Ah, jetzt willst du dich verstecken, hä? Also läuft das nicht. So läuft das nicht, mein Freund. Okay. Ja, was, sie kann den Pfeilen ausweichen. Das glaube ich doch wohl nicht. Are you prepared to die? Na, komm schon. Wie sie einfach glaubt, sich verstecken zu können, das ist ja... Oh, sie muss sich heilen, das ist doch... Was? Oh Mann. Na, einen kritischen Schaden erhalten. Oh Mann. Oh, sie schafft's aber auch immer wieder. Ah, da war zu viel. Zu niedrig. Ha! Da haben wir sie erwischt. In Ordnung. Dann gehen wir nochmal hier runter. Nehmen uns die Potions. So, und dann durchwühlen wir hier nochmal die Kiste. So wie wir es vorhin auch schon getan haben. Da ist sogar das gleiche Zeug drin. So. Na, wo seid ihr Leute denn? Hä? Da ist schon mal... Da ist er doch. Mhm. Oh, ein Hawkerloaf. Das ist doch was Leckeres. So. Dann schauen wir mal hier herum. Hier ist schon mal der eine Wolf. Der hat einen schicken Pelz dabei. Da ist der andere. Hat auch einen Pelz. Und wo haben wir die? Da ist sie. Taproot. Die könnten wir verkaufen. Liebe Freunde, die nehmen wir mit, die verkaufen wir. Müssen wir unbedingt dran denken. Und die hier, das ist... Nee. Blumen, was sollen wir damit?
So. Und da vorne ist ein Eingang. Liebe Freunde, da vorne ist ein Eingang. Silent Moons Camp, und hier unten war doch auch irgendwie so eine Falltür, war hier doch. Wenn ich mich... Jo. Liebe Freunde, ich würde mal sagen, wir gehen hier rein. Das machen wir allerdings erst in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Skyrim. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet und wenn wir Silent Moons Camp weiter erkunden.